Entschuldigung, Entschuldigung. Hallo. Oh, hallo. Oh. Achtung. Wie gefällt es Ihnen denn hier in Kitzbühel? Ah, es ist so toll hier. Ich meine, auch wenn das Wetter mal nicht passt, aber es gibt so viel Programm, man kann so viel machen. Wir waren heute schon Skifahren und dann sind wir hergekommen auf ein Aperol mit den Mädels und das haben ein bisschen was gegessen und das war so nett. Entschuldigung. Grüße. Grüße. Darf ich was fragen, wie gefällt es Ihnen denn hier in Kitzbühel? Ah, Kitzbühel ist mein Tirol, das ganze Tirol ist schon, das ist mein Land Tirol. Weißt du, was ich meine? Das ist die Flüsse, die Bergluft, die ist so, willst du da mal richtig, das fährt, probier mal. Na, das fährt komplett, ne? Ja, das hat eine andere Qualität, da brauchst du keine Drogen nicht. Aber in die Ferien kannst du nicht mehr runtergehen nach Kitzbühel. In die Ferien gehe ich gar nicht mehr runter nach Kitzbühel. Mach ich nicht. Ja, schön. Und was haben Sie danach noch vor? Wissen Sie schon? Vielleicht gehen wir noch auf ein Fläschchen bei Tomschi. Aber ich muss sagen, letztes Mal, wie ich dort war, ich habe keinen einzigen Skischuh gesehen. Also ich habe echt den Eindruck, dass diese ganzen neureichen Proleten aus München, die kommen gar nicht zum Skifahren her. Die wollen nur Instagram-Stories machen. Ja. Entschuldigung. Servus. Entschuldigung. Wie gefällt's denn dir hier in Kitzbühel? So leibend, was Ferien, ein bisschen Skifahren mit den Burschen. Ein bisschen Austern fräsen, ein bisschen Champagner. Wenn es jetzt auch noch schneien würde, also auf der Piste, dann wäre ich super happy eigentlich. Was ist denn in den Ferien in Kitzbühel? Die ganzen Ausländer, was da sind. Ja, ob es jetzt die Werner sind, die dreckigen Werner sind, oder aus München. Aus München kommen sie jetzt auch schon. Was machen sie die ganze Zeit? Party tun sie machen, gell? Kruxen uns die ganze Zeit. Und ich glaube, ich merke das nicht. Die tun Kruxstiere in einer Tour. Und die Preise gehen rauf, gell? Na klar tun die Preise sich steigern. Und Sie waren heute schon Skifahren? Ja klar, also die Kitzbühler Jahreskarte muss ich ja schon auch auszahlen. Außerdem hat mir das Christkind neue Stöckli-Ski gebracht. Und jeder weiß, nur der frühe Vogel schlägt den Turm. Deswegen waren wir schon um 11 Uhr heute oben. Und ich habe sogar 3 Pisten nehmen müssen, damit wir hier angekommen sind im Sonnenbühl. Also ein sehr sportlicher Nachmittag für mich und die Mädels. Ja, gratuliere. Und was hast du heute so gemacht? Naja, wir sind auch gedacht, war scheiß Wetter, da haben alle begonnen rumzuheulen. Und ich habe natürlich gesagt, erst, das ist eine super Möglichkeit für ein gutes Business-Investment. Bin rausgegangen, das ist alles eine Mindset-Geschichte auch. Ja. Und dann habe ich so einen Bauernschädel gefunden und habe gleich gefragt, ob ich ihm seinen Stadl da abkaufen kann. Aber der Trottel ist wegen so ein alter Typ, der hat keine Ahnung gehabt von einem guten Geschäft offensichtlich. Sollen wir machen. Okay. Und haben Sie da ein Beispiel, was ist so schlimm an den Wienern? Na okay, erst heute wieder war irgend so ein depperter Werner, gell? Kommt daher und will meinen Stadl abkaufen. Ja, was so ein Geschlechtra? So ein Geschlechtra war es von der Wirtschaftsuniversität aus Wien. Von der Wirtschaftsuniversität aus Wien. Ja, so ein Geschlechtra hat. Kommt her und will meinen Stadl abkaufen. Für 3% von seinem dreckigen Startup oder was er gehabt hat. Da gehst du so in die Viecher draußen schlafen oder was? Dann frag ich ihn, was er machen will mit meinem Stadl. Also wollte er in so ein Bobo-Hütten wollte er reingehen, gell? An Techno wollte er spielen! An Techno! In Kitzbühel! Da ist ja die Werner sind so deppert! Und haben die auch schon ein Nachmittagsprogramm? Also wie gesagt, vielleicht ein kleines Fläschchen bei Tomschi, dann würde ich auf jeden Fall gern shoppen gehen. Ich war schon lange nicht mehr bei Frauenschuh. Ich glaube, am Nachmittag habe ich einen Spa-Termin im Stanglwert, wenn ich mich nicht irre. Dann sind wir Abendessen bei Rosi und danach bringe ich die Burschen noch ins Londoner. Ja, das ist sehr nett. Ja, ich gehe auch einen Sprung mit, ich weiß nicht, war schon so lange nicht mehr. Vielleicht einfach, ist immer noch wahrscheinlich gleich geil. Ja, einen schönen Tag noch, ja? Ah, danke schön. Und was hast du am Abend so vor, weißt du schon? Ja, wir werden bei uns ein bisschen vorglühen, haben ein paar Mädels eingeladen. Dann gehen wir ins Londoner, ich mache heute die Challenge, heute hole ich es mal, ich will endlich, dass mein Name dort steht. Und danach vielleicht noch ein bisschen Restel fressen ins Tech 5, schauen wir mal. Die werden es aber du kommst auch aus, Werner! Na und? Glaubst du, das merke ich nicht, oder was? Ich schleich aus, mein Tirol! Wir brauchen euch da nicht! Das ist ein Wahnsinn! Du kommst, du auch! Du kommst auch aus irgendwas und merkst, ich merke, ich schleich aus! Na da schau her! Du hast dir das ganze Video angeschaut, ha? Dann musst du aber auch ins Kabarett kommen, weil das sind leider die Regeln. Glaubst du, das fällt uns nicht auf, oder was? Wir sind schon da. Kommen Sie, kommen Sie. Bongola, bongo cha cha cha, parlami del Sudame. Deswegen jeder weiß, nur der frühe Vogel wohnt im Turm, nur der frühe Vogel schlägt den Turm, nur der frühe Vogel schläft im Sturm. Und der frühe Vogel hängt im Turm. Fuck. Trottel, dieser dumme Trottel, ich schwöre.